Klaus hat Hunger. Kein Wunder, er ist auch viel gelaufen. Er hat den Jardin des Plantes gesehen, die Île Saint-Louis und die Sacré-Cœur. Morgen geht es zurück nach Deutschland. Deshalb will er noch ein letztes Mal in einem guten französischen Restaurant schlemmen. Da ist auch schon eins. Karierte Tischdecken, Wasserkaraffen auf den Tischen und eine Tafel mit der Spezialität des Hauses Andouillette. Andouillette? Kenne ich nicht, probiere ich, sagt sich Klaus. Klaus setzt sich, bestellt eine Andouillette AAAAA, so steht es etwas mysteriös auf der Karte, und knabbert ein wenig von dem Baguette, während er auf sein Essen wartet. In Deutschland könnte er das nicht tun, denn in einem deutschen Restaurant steht kein Brot auf den Tischen. Als der Wirt die Andouillette bringt, eine dicke gegrillte Wurst, wie sich herausstellt, fällt Klaus sofort der Geruch auf. Es ist ein eigenartiger Geruch. Sehr streng, fast ein bisschen wie... Aber nicht doch, sagt sich Klaus und verdrängt diesen ekligen Gedanken ganz schnell wieder. Der Wirt stellt den Teller vor ihn hin, wünscht ihm einen guten Appetit und bleibt mit einem verhaltenen Grinsen in der Nähe stehen. Es ist nicht das erste Mal, dass er einem Touristen eine Andouillette serviert und er findet es immer wieder spannend. Mit einer Mischung aus Angst und Neugierde fasst sich Klaus schließlich ein Herz und schneidet die Wurst durch. Gleich quillt ihre großzügige Füllung auf den Teller. Rosa Stücke, die irgendwie aussehen wie... Wie was eigentlich? Verdutzt fragt Klaus den Wirt, was ist das denn? Tja, antwortet der, das sind Innereien. Schweinedarm und in feine Streifen geschnittener Schweinemagen. Das Ganze wird gründlich gesäubert und nicht allzu stark gewürzt, um den wahren Geschmack der Innereien nicht zu überdecken, erklärt der Wirt weiter. Apropos wahrer Geschmack. Die Andouillette, die Klaus gleich essen wird, trägt das Label AAAAA, das ein französischer Verein zur Qualitätsprüfung der Andouillette verleiht. AAAAA ist weder ein Lustschrei noch ein Ausdruck von Ekel, sondern ein Name. Freundschaftliche Vereinigung der Liebhaber echter Andouillette, ein Verein, den 5 Restaurantkritiker Ende der 60er Jahre gründeten. Dem Namen liege die besondere Art zu lachen, eines seiner Mitglieder zugrunde. Es scheint, als gäbe es nur in Frankreich und in Vietnam diese kulinarische Spezialität, deren Geruch viele als unangenehm empfinden, übrigens auch Franzosen. Grob gesagt kann man die Franzosen in 2 Gruppen aufteilen. Die einen lieben die Andouillette über alles, die anderen würden lieber sterben, als auch nur einen Bissen zu probieren. In diesem Zusammenhang zitiert der Wirt gerne Édouard Herriot, den ehemaligen Bürgermeister von Lyon. Politik ist wie die Andouillette. Sie muss nach Scheiße riechen, aber nicht zu stark. Und dann, sagt der Wirt, nun machen Sie schon, sie wird ja kalt. Mutig greift Klaus also nach seinem Besteck, schneidet ein ordentliches Stück Andouillette ab, steckt es in den Mund, kaut langsam, schluckt, schaut zum Wirt und sagt, lecker. Wer hätte das gedacht?